Hallöchen Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bevor das Video losgeht, kurzer Reminder. Hierbei handelt es sich um eine Streamaufzeichnung. Also wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, schaut gerne auf Twitter oder Twitch vorbei für den Streamplan. Und nun, viel Spaß mit dem Video. Und zwar, dass ich so viel die Karte benutze. Aber ich will halt so ein bisschen, ne? Schon ein bisschen versuchen, das anständig zu machen. Mit der Erkundung. So, Problem wird jetzt hier sein, den Krog zu finden. Glaube ich. So, ich hole mir jetzt die scheiß, So, weg mit dir. Interessant, dass es nur Willow-Viecher sind. Ich hab gedacht, dass da jetzt die krassere Gegenwehr kommt. So. Das Herz lasse ich mal da. Brauche ich jetzt echt nicht. Wisst auch nicht, woran ich es anbringe. Ein Schild vielleicht, ja. Aber. Weiß nicht. Brauchen tue ich es gerade nicht. So, warte mal. Mal erstmal kurz gucken, wo wir überhaupt. Weil irgendwo muss ja der Krog sein. Sei es ein Stein auf dem. Auf den Geoglyphen. Oder irgendwas anderes. Ach ja, stimmt, der lebt auch wieder. Der Vogel. Oder habe ich es vielleicht gefunden? Ist das quasi der, Naja, nee. Da hört ja schon die Geoglyphe wieder auf. Kommt aber irgendwie auch kein Krog-Signal. Das beunruhigt mich eher. Aber vielleicht suche ich einfach nicht richtig. Das kann durchaus auch sein. Dass ich mal an dem Rand gucken konnte. Oder da hinten. Ah, da vielleicht. Dem einzelnen Baum. Ja, doch. Was haben wir da? Also erstmal den Vogel, den ich ausschalten werde. Doch, wo ist der Krog? Ah, da. Da hat er sich versteckt. Okay. Sehr schön. Dann sagt immer mal die blaue und dann zur roten. Wo sind eigentlich meine ganzen Markierungen schon wieder hin? Alles Gefühl, ich vermisse irgendwie die Hälfte Markierung. Also. Blau ist hier. Aber es fehlen halt noch zwei. Oder eine. Ah, hier. Muss auch nicht mehr sein, die Markierung. So, warte mal. Wir wollen zuerst zu der lilanen Markierung. Ich meine, da wird nichts sein, aber ne, sicherheitshalber. Weil es natürlich auch interessant aussieht hier mit den kleinen Büschen, ne? Scheint sich aber nicht zu verstecken. Keine gemeingefährliche Kreatur. Ja, Untiefe. Wollen wir mal hier hinterhalt. Okay, schöner Treffer. Minero. Muss man lassen. Hm.
So, komm. Gib auf, Alter. Sehr schön. Bis ich erstmal springen gelernt. Genau. So, zur Rotmarkierung. Ah, könnten auch eigentlich schon mal das Monsterlager machen. Macht vielleicht sogar Sinn, wenn wir das jetzt mal angehen. Die Jungs scheinen auch richtig zu warten. Kann ich die vielleicht von außerhalb schon ausschalten? Natürlich. Es wäre auch zu schön gewesen, hätte das jetzt getroffen. Ah, ich möchte nicht meine Augen verschwenden. Oh, aber da ist es. So. Gucken wir, wie wir hier reinkommen am besten. Quatsch, so. So nicht? Boah, muss machbar sein. Na komm, doch. Irgendwie muss ich mich hier reinschleichen können. Okay, hier komme ich nicht ran. Tja. Kann ich eigentlich hier draufstellen, oder? Huch. Mann, ey, jetzt hab ich mich so komisch da hochbegeben muss. Das darf ich. So, was ist eigentlich? Oh, hallo. Schön hast du es hier. Oh, schön. So, hier haben wir den. Eigentlich will ich ungerne da runterfallen schon. So, und dann explodier mal. Achso, ja, okay, die ist noch nicht explodiert. Trifft sich gut. So, Jungs, seid ihr bereit? Sieht aus, als ob sie bereit wären. Auf den Dötz zu bekommen. Okay, der ist beschäftigt, Okay, versuche ich mal tot zu kombon. Ja, muss schon sagen, der Minero ist auf jeden Fall, ein bisschen gefährlich. Zum Glück treffen mich die Kanonen nicht. Ansonsten wäre das ein Problem. Bombenfasslanze. Ich weiß nicht, ob ich den Scheiß brauche. Aber ich nehme es jetzt erstmal. So, dann kann ich es gleich wieder auswechseln. Na, je nachdem, was da drin ist. Oder auch nicht. Na gut. Dann halt nicht. So. Gehen wir mal raus hier wieder. Naja, zumindest versuche ich's. Ach, komm mal drauf. Das ist zum Glück überhaupt nicht nervig. So. Dann hier lang. Da lang. Ja, wobei, warte mal. Gehen wir dann rüber am besten in dem Gebiet.
Also ich könnte so lang. Und dann halt so lang, aber das ist dann auch ein bisschen weird. Es wird auf jeden Fall ein bisschen. Ein bisschen hier rein. Na, warte mal, vielleicht kann ich einfach die blaue Stelle mal mitnehmen. Ernsthaft, Alter. Das macht dir Spaß, ne? Hau du dich runter. Ich hasse sie, ne? Jede Ader meines Körpers. Kann die Viecher nicht mehr sehen. Okay. Hier ist wieder ein Abgrund. Brunnen am südlichen Navisee. Brunnen ist. Warte mal, da muss ich mal kurz. Wobei, weißt du was? Wir gehen ja, glaube ich, mal. Wenn wir mit dem Gebiet fertig sind, können wir da ja reinspringen. Weil. Ne? Dann wollen wir ja eh in den Untergrund wieder. Das können wir dann gut kombinieren. Die sind so nervig, wirklich. Warum sind es mittlerweile diese ganzen Bogenschützen? Die ja noch nerviger sind, weil du sie nicht so einfach ausschalten kannst. Also, gut. Ich kann auch nichts tanken, aber die sind halt nervig, weil sie in der Luft rumschwirren. Die ganze Zeit. Und dir so mit auf den Zünder gehen. Ja, da ist wahrscheinlich ein Kokom drauf. Entweder oben drauf oder irgendwo wieder ein Loch. Ah. Ein Loch. Ja, mittlerweile auch Standard, ne? Die Art von Krog. So, jetzt gehen wir zu der Flagge. Oder zu der Fahne. Und am besten, bevor es regnet. Und hoffen, da ist ein Krog drauf oder irgendwas in der Richtung. Wenn ich den schnell holen kann. Huch. Oh mein Gott. Da kommt er im Choken gerade. Oh, schnell Link. Gib alles. Oh, nichts ist da. Okay. Das ist ungewohnt. Bin ich ehrlich. Ich glaube, da würde ich gegen Ende hin, ne? Aber hier war ich halt auch noch nicht. Also grob war ich dort, aber. Oder ich nutze das dann halt als. Wenn ich hier rüberkomme. Das heißt, wir gehen dann wahrscheinlich die blaue. Also quasi jetzt hier rum. Die blaue, dann die grüne. Ja, hier oben müssen wir auch eigentlich mal hingucken. So viele Stellen, die man eigentlich mal durchschauen müsste. Einfach nur um sicher zu gehen, dass da nichts ist. Es tut mir auch leid. Aber. Es muss gemacht werden. Sollte mal gucken, dass ich mir vielleicht fürs nächste Mal wieder ein paar Sportsachen kaufe, damit wir hier ein bisschen schneller durchflitzen. Also ohne Sportmedizin ist es halt ein bisschen blöd immer. Aber dafür müsste ich halt auch wieder farmen, ne? Weil ich weder Sportlotos noch den ganzen anderen Spaß besitze. Und wo kommt der eigentlich? Ja, gut, nicht mal ansatzweise in der Nähe. Gut, dann. Egal. Hätte sein können, dass da irgendwie eine Insel in der Nähe ist. Eine Himmelsinsel. Und sich das dann lohnen würde, da mal lang zu gehen.
Gut, hier ist nichts. Dann weiter. Was haben wir denn hier? Außer vielleicht wieder ein potenzieller Liga, der mich gleich anspringt. Der wieder kommt. Surprise! Ich bin hier. Hallo! What you gonna do now? Das Problem ist halt, dass der... So laut Dings ist halt gar nichts, ne? Ich weiß gar nicht, ob es sich überhaupt lohnt, hier runterzuspringen. Was ist hier eigentlich? Sieht auch sehr interessant aus. Sieht aus wie so eine... Ja, wie so einem... hier müssen wir mal gucken, ne? Eigentlich müsste man gucken. Weil ich komme halt dann nie wieder... Hoch. Also ich komme schon hoch, aber... Ne? Könnte durchaus dauern. Oh, da wäre... Ein Drache. Okay. Was gibt's zum Essen, Jungs? So, versuch mal hier so rüber zu kommen. Ja, hat funktioniert, nice. Was haben wir denn da? Sieht mir schon fast aus wie so eine. Wie so eine Mine. Wie so ein. Ja, wieder was von den Sonau. Vorher gehen wir da schnell rüber. Schalten die Gegner aus, damit wir. Damit das Radar mich nicht wieder zuplärt. So, na ja dann, komm mal her. Du Vogel. Oder noch weiter aus, ey, wirklich. Mein Gott, hat der eine fette Wampe. Hatte gehofft, die kann ich ins Wasser schmeißen, aber irgendwie... Ja, warte, ich gebe ihm noch eine Bombe. Komm, jetzt sauf mal ab. Ob der Penner da überleben kann. Gut, ich meine, der ist halt ein bisschen größer als Link, ne? Dass er in dem Wasser stehen kann, hätte ich wissen müssen. Aber ich wollte es nicht für wahr haben. So, warum ist ja eigentlich so ein... Na, ich frage vielleicht aber nicht. Warum da so ein Stück... Ja, wo ist jetzt der Schatz? Ach da. Auf der anderen Seite. Ein Waldschwert. Gut, ich tausche es wieder aus, weil warum nicht? Kann ja nicht schaden.
Also eigentlich schon, ist halt Müll. Ne? Muss man leider echt so sagen. Aber, naja. Okay, ich dachte vielleicht ist auf dem Steg ein Krog. Das wäre nice gewesen. Ja gut, dann gehen wir halt einfach noch die... Ich schrecke jetzt hoch und dann schauen wir uns nochmal den zum Schluss das Ding an. Das ist so ein Bauwerk. Oder was genau das dann darstellen soll. So. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach von hier einfach rüber, oder? Ja, aber ich möchte auch nicht irgendwie das verpassen. Das ist das Problem. War ja hier, ne? Ja, wäre halt noch ein Stück. Scheint wieder so ein Zwei-Fronten-Kampf zu sein. Backen halten. Jetzt mal halt vier Himmelsrichtung schmeißen. Ups. Das war ein bisschen knapp tatsächlich. Irgendwie soll, dass ich gleich mich selbst treffe. Ernsthaft, Alter. Okay. Meinst du, solange sich alle gegenseitig schaden? So, der kann mal weichen. Boah, da wird schon richtig gekloppt hinten. Ah, da hinten soll eine Truhe sein. Während der Kampf sich zuspitzt, hol ich mir einfach die Kiste. Was macht denn der da, der NPC? Ich glaube, der ist lebensmüde, ne? Oh, das haben wir. Haben wir da, möchte ich mich eigentlich ungern einmischen. Sind zwei sehr starke Gegner, die sich gut eine mitgeben. So, der ist blöd weg. Komm jetzt her. Uiuiui. Oh, weia. So, der NPC hat doch schon mal nichts mitbekommen. Hi. Oh, willkommen. Hi. Sagt dir Schleichling was? So heißen die Pilze, die man besonders hier in der Region von der Kluder findet. Nachts sind sie Wunderpilzchen einfacher zu finden. Und sie lassen sich zu lauter wahren Delikatessen zubereiten. Oder eher leisen statt lauter. Denn nach dem Verzehr bist du plötzlich so leise wie eine Zitadellenmäuschen. Schleichling essen, Schleichling werden. Mein Tipp, wenn du dich mal des Nachts anschleichen oder verstecken musst... Sieh dir ruhig meine Waren an. Okay. Ja. Was hast du da? Sportlinge. Das ist sehr gut. Gib mal ja. Kaufe alle. Ich freue mich mal, uns wir sehen. Bis zum nächsten Mal. Und denk dran, Pilze, die du bei anderen kriegst, sind keine Pfifferlinge wert.
Genau, wolltest du nochmal deklarieren, dass ihre Pilze besser sind, oder was? Man kann es ja gerne machen, ne? Ob ich mir den Ekelfraß hole, ist eine andere Sache. Ja. Ach, hier ist er. Eine Königshellebarde. So, und hier gleich ein Krok oder was? Schnell, bevor mich die Wache sieht. Hier sein Unwesen treibt. Fleischlieferant. Fleischlieferant. Nein, nein, ich bin nicht da. Das hast du dir eingebildet. Oh Gott. Ich bin gar nicht da. Also spätestens jetzt weiß er, dass ich da bin. Glaube ich. Aber es ist nur eine Vermutung. Okay. Eigentlich war der Plan, zu dieser Sonau-Ruine zu kommen. Aber das Schicksal wollte mich einfach woanders hinführen. Entführen förmlich. So, und schauen wir mal, was wir hier eigentlich auf der Spitze hier hatten. Von der Scheiß. Ich glaube, den geht's gar nicht gut, den Jungs. Da kann ich hier, habe ich vielleicht irgendwas. Tja. Die saugen, also gibt ja die Octoroks, also in der Wüste, die saugen ja quasi was ein und spucken dann einen auf einen was, aber die hier, also die Wasserdinger machen scheinbar gar nichts in der Richtung. Das ist noch Geschenke jetzt nicht machen können hier. So. Ist da vielleicht sogar eine Höhle direkt? War eigentlich lustig, so direkt unterm Rockversteck auf einmal eine Höhle. Nö. Nee. Hätte aber sein können. Hätte durchaus sein können. Warum regnet es eigentlich so stark wieder? Mann. Denkst, einmal hast du so ein bisschen deine Ruhe vor dem Unwetter. Und dann sowas. So, die Jungs lasse ich mal. Die haben mir noch nichts getan, also tue ich denen auch erstmal nichts. Sollten sie mir mit Mistgabeln oder sonstigen hinterher rennen, dann rücke ich zur Gegenwehr aus. Kenne ich gar nichts. So, dann schauen wir uns mal hier dieses besondere Konstrukt an. Ah, Schrein, oder? Muss ja. Schreinmusik? Wird wohl ein Schrein in der Nähe sein. Okay. Ja, wir sehen hier drei Tore. Und was er sagt. Willkommen zum Land des heiligen Schreins, mit dessen Schutz ich beauftragt wurde. Als dieses Land und sein Schrein auf die Oberfläche stürzten, war ich überzeugt, meine Aufgabe hätte ihr Ende gefunden. Doch ich fand mich am gleichen Ort wie da. Da kommt noch was. Erstmal ein leckener auf der Palette. Wieder schreien und ich. Wieder schreien und kann so meiner Pflichten noch immer nachkommen. Nun gut, meine Aufgabe ist es, den, die dieses Land betreten, den Weg zum Schrein zu weisen. Bring mit mir den Wasser entsprungenen Schlüssel. Den drei Atelier. Altären da
auf das der heilige Schrein sich offenbart. Bringe mir den Wasser entsprechenden Schlüssel. Entsprungenen Schlüssel. Hm? Fische oder was? Wenn du diese Worte folgst und die Schlüssel alle drei Altare darbringst, wird sich dir der Schrein offenbaren. Ja gut, aber woher weiß ich denn, was jetzt was ist? Viel interessanter ist, dass ich hier was machen kann. Aber dem Wasser entsprungenen Schlüssel. Hm. Könnten es sein. Also mehr als Fische fällt mir gerade nichts ein. Ich meine, die sind schließlich aus dem Wasser entsprungen, aber sie sind ja kein Schlüssel. Per se. Da gibt es im Wasser irgendwie ein Item, was ich hier darbringen muss. Hm. Ich dachte halt, dass hier die Fische sind. Aber es kann ja nicht sein. Auch wenn es ja ulkig wäre. Hm. Oh, wo will ich denn hin? Wir sind zu weit gelaufen gerade. Ich kann ihn nochmal fragen. Vielleicht hat er nochmal einen Tipp für mich oder so. Also damit kann ich halt wirklich gar nichts gerade anfangen. Bring mir dem Wasser entsprungenen Schlüssel den drei Altaren bei. Was das Wasser vermag? Wasser vermag, seine Form zu ändern. Mit diesem Wissen sollte es dir gelingen, die Bedeutung jener Worte zu erahnen. Wasser vermag, seine Form zu ändern. Ach so, okay, mhm. Ich kann mir vorstellen, was das gewollt ist. Aber muss ich dafür jetzt wirklich... Also wir haben ja hier die Platten. Die sehen halt fast genauso aus. Okay, das funktioniert schon mal. Sehr gut. Boah, dass ich dafür halt jedes Mal zum Wasser torkeln muss, ist auch irgendwie ein bisschen blöd. Aber na gut. So ist es dann halt, ne? Hoch. Das war eigentlich nicht der Plan. Aber Platz machen alle. So, das schmilzt halt. Wahrscheinlich ist dafür auch der... Das Ding da, ne? Oh, 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 oh. Hätten wir fast zu viel gemacht. Oh, hallo? Nicht zu viel wollen. Na komm. Also jetzt muss ja langsam passen hier. Immer noch nicht.
Also jetzt langsam Schiebung. Hoch. Dafür sind aber die ganzen Flammenwerfer da, merke ich. Mann, wie steht denn Link schon wieder da, wie letzter Vogel? Kann doch nicht sein jetzt, so. Sehr gut, Junobo. Die will halt überhaupt nicht rein. Ich weiß nicht, ob sie einfach nur platzmäßig gerade einfach nicht reinpasst. Also, dass die Form einfach nur zu weird ist. Aber sie schmilzt halt immer vor sich hin, ne? Und es muss doch langsam mal reinpassen hier. Jetzt. Jetzt, oder? Nö. Cool. Und warum? Keine Ahnung. I see. Ja, ein bisschen muss noch schmelzen. Okay, das hat funktioniert. I mean, okay. So. Nice. Okay. Ja, hat doch funktioniert irgendwie. Wenn auch erst nach mehreren Versuchen. So, der Schrein dürfte ja oben sein, ne? So, wie findest du es? War geil, oder? Beeindruckende zur Schaustellung deiner Fähigkeiten. Es ist dir gelungen, den Heiligen Schrein zu finden. Somit endet meine Mission, die mir vor langer Zeit aufgetragen wurde. Okay, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, genau, schmeiß mal erstmal weg das Zeug. Oh. Auf jeden Fall viel zu tun, ey. Im nächsten Stream. Aber zumindest sind wir aus dem Untergrund raus. Das ist ja schon mal etwas. Eine Hochleistungsbatterie. Und dann mal wieder ein weiteres Herz. Wäre zumindest sehr schön. Ich überlege gerade, ob wir aus dem... Doch, wir haben was gesehen, ne? Ja, doch, doch, doch. So, jetzt mache ich nochmal ein bisschen Research hier. Genau, hier haben wir gerade das unser nächstes großes Gebiet. Das Untergrund. ja, und hier waren wir auch halt schon überall, ne?
Ich glaube, da war sogar noch irgendwo ein Krog. Das muss ich mir mal so ein bisschen markieren. Weil ich meine, dass da halt wirklich ein Krog war und wir haben den halt nicht eingesammelt. Oder war da ein Krog? Ich bin gerade selbst. Nee, warte mal. Hier war keiner. Warte mal, wo war denn der Krog? Der war hier irgendwo, ne? Hier. Nee. Hä? Wo war denn der? Oder war der doch hier? Ich glaube, ja, es könnte sein, dass der hier war tatsächlich. So, irgendwo war auf jeden Fall nochmal ein Krog. Wenn wir uns noch holen müssen dann. Ja, ein bisschen haben wir was noch, ne? Ein bisschen haben wir hier. Hier ist übrigens ein Stall. Relativ weit unten. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich auch nur gegen Ende erstmal hinkommen. Hylia-Insel, okay. Hylia-Brücke. Korporoberg. Ja, ist auf jeden Fall einiges hier noch. Ja, er sagt, im Wald, da ist ein Schatz. Also hier werden auf jeden Fall, hier sind auf jeden Fall einige Haine. Ich meine, hier, ne, hat man, glaube ich, letztes Mal schon festgestellt, dass hier super viele Wälder sind. Hier ist ein Wald, hier ist ein Wald. Hier ist nochmal ein Wald. Hier ist ein Wald. Hier ist ein Wald. Da. Also. Das Gebiet. Also da werden auf jeden Fall einige Schätze drin sein. Also wenn die Markierung stimmt, dann wäre der Stall hier gewesen. Die Wurzel. Naja. So, jetzt muss ich kurz mal gucken, wo wir überhaupt sind. Wir sind hier. Okay, ich packe mir mal ein paar Markierungen hin. Ja gut, hier waren wir ja schon mal. Kann ja aber nicht schaden, wenn wir hier mal ein bisschen klar Schiff machen. Gut, dann würde ich sagen, war es das tatsächlich schon mehr für heute. Dann schauen wir uns den Bereich hier mal beim nächsten Mal ein bisschen genauer um. Ne, wir haben ja immer noch einiges dort zu finden. Vor allem sind auch, wie gesagt, hier sehr viele Abgrundslöcher. Ich meine, hier haben wir schon zwei. Und auf der anderen Seite hier haben wir in dem Brunnen ja noch eine. Also, da gibt es auf jeden Fall einige Wege, die nach unten führen. Ist auf jeden Fall interessant. Und dann, ja, dann schauen wir uns mal hier diesen ganzen Spaß an. Weil ich glaube, das ist hier halt Sidequest-bedingt. Für das Ding hier oben. Okay, hier war tatsächlich nichts. Außer Maul halt, ne? Von dem Ding. Ja, gut. Oh, wir weiter quatschen und ich kein Ende finde. Bedanke ich mich fürs Zuschauen. An jeden, der dabei war. Und ja, sich das und mit mir weiter das Game erkundet hat. Im Abgrund Nero geholt hat. Da noch einiges an Sidequests oder Story gesehen hat. Und. Ja, und ich bedanke mich auch schon mal an die Leute, die auf YouTube sich dann vielleicht die Parts anschauen, ja, und die dann einen Daumen hoch und kommentieren und ihr kennt's, ne? Alles sowas ist gerne gesehen. Ja? Auch kostenlos alles, ja. Also nur zu, traut euch. Und ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Baba.